Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr bei der Schminkbox Juli dabei seid. Können Sie sich vorstellen, dass Monat Juli ist vorbei? Für mich läuft die Zeit viel zu schnell. Ein paar Mal zwinkern, wir haben wieder Weihnachten, auf das ich mich zwar auch schon wieder freue, aber noch genieße ich den Sommer und die Sonne. Ich hoffe, euch geht's da auch so und ihr genießt das schöne Wetter. Ich bin ja ein absoluter Sonnenanbeter. Ich mag den Sommer, auch wenn mir manchmal extrem heiß ist, aber ich liebe es, und so ist auch das monatliche Thema Sommer, Strand, Farbe. Ich habe einiges probiert, ein paar Tops, ein paar Flops. Ich zeige es euch einfach. Los geht's. Gequatscht wird nebenbei. Wir legen einfach sofort los, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Das nächste Monat August, welches Thema ich mir da ausgesucht habe, ja, wie es dann vielleicht September, Oktober weitergeht, die Pflegebox, das machen wir alles, ja, während ich mich fertig mache und wir starten. Pflege ist aufgetragen, gut schon eine halbe Stunde. Primer habe ich das Monat gar nicht benutzt und werde ich auch in der August-Schminkbox weglassen, denn Primer kann ich im Sommer gar nicht benutzen, dafür habe ich einfach ja, viel zu viel Feuchtigkeit im Gesicht, da ist meine trockene Haut dieses Jahr richtig toll, dass da einfach die Feuchtigkeitspflege, der Sonnenschutz mir absolut reicht. Deswegen starten wir gleich mit der Foundation. Da hatte ich dieses Monat 3, 1,5 Sorgenkinder und eine, die perfekt war. Einmal hatte ich die Physicians Formula Foundation, die ich richtig gern habe, ist etwas dunkler, deswegen für mich nur im Sommer geeignet, hat im Juli perfekt gepasst. Und als zweite Variante hatte ich einen Mix aus den beiden hier. Einmal von Essence den Hydro Hero 24 Stunden Tinted Cream. Habe ja gesagt, diese Tinted Creams möchte ich ein bisschen mehr austesten, ob die für mich funktionieren oder nicht. Und gleichzeitig dazu von Essence den Hello Good Stuff in einer dünkleren Variante. Die Kombi gemeinsam war okay. Möchte ich euch heute zeigen. Ja, habt ein bisschen was dazu zu sagen, aber jetzt starten wir einfach mal. Bin die bereits am Schütteln, damit sich das gut verbindet, und ich habe das immer so gelöst. Diese hier ist mir eine Spur zu dunkel, auch im Sommer, und diese ist mir nicht deckend genug, deswegen habe ich es übers Monat hin dann einfach gemischt und zeige euch das, wie ich das immer so gemacht habe. Ich habe mir, wie ihr seht, zwei helle Streifen aufgetragen und dann bin ich einfach nochmal mit einer dünkleren Variante, und zwar dieser zweiten in der Mitte dazugegangen, habe meinen Pinsel genommen und habe mir das versucht aufzubauen. Ich wollte keine extreme Deckkraft, das war nie mein Plan, aber ein bisschen was von meinen Pigmentflecken, meinen Rötungen möchte ich eigentlich immer abdecken. Und ja, es war bei mir zumindest im Juli super heiß und ist es auch heute. Also wir haben heute auch wieder 29 Grad und hier heroben gefühlte 33, weil ja mein YouTube-Kämmerchen, sage ich jetzt einmal, im oberen Stock liegt. Man sieht, es deckt ein bisschen ab, es ebnet ein bisschen, aber man sieht auch hier, dass meine Rötungen nicht abgedeckt werden. Da habe ich dann immer noch einen Schuss von dem dünkleren nachgenommen. Wenn es so wie jetzt eine Spur zu viel war, habe ich das genommen und schon auf der anderen Seite verteilt. Das hat tatsächlich meine Rötungen ein bisschen abdecken können. Also mit dem konnte ich mir immer ein bisschen helfen. Und farbmäßig, wenn ich es gemixt habe, war es jetzt für den Juli ganz okay. Denn ihr seht, ein bisschen Farbe habe ich abbekommen. Mir persönlich immer noch zu wenig. Aber im Gesicht bleibe ich einfach hell, weil ich da so extrem auf Sonnenschutz achte und mich am Tag, auch wenn ich baden bin, wirklich 3-4 Mal nachcreme. Da ich schon so viele Pigmentflecken habe und nicht möchte, dass das schlimmer wird. Und wenn ich so wie auf der Seite jetzt schon ein Produkt aufgetragen habe, eben das Dunkle, dann habe ich da einfach noch ein bisschen was Helles dazugegeben und habe das wieder miteinander gemixt. Ja, jetzt zum eigentlichen Problem des Ganzen. Ja, das funktioniert so und hat das Monat über ganz gut funktioniert. Ich war nicht immer geschminkt und noch dazu darf ich euch berichten, ich bin seit Mitte des Monats wieder komplett im Homeoffice. Das heißt, ich habe nicht
allzu viel Make-up genutzt, denn ja, No-Make-up-Tage waren für mich genauso wichtig und wenn ich im Homeoffice war, habe ich mich nicht immer geschminkt. Obwohl ich da richtig Bock drauf hatte und ja, ich habe mir dann überlegt bzw. den Tipp bekommen, ich soll doch einfach, wenn ich Bock habe auf Schminken, so Look of the Day machen und vielleicht das nur auf Instagram mit euch teilen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir das, da kann ich euch ja dann die Produkte zeigen, die ich an dem Tag genutzt habe. Oder ich blende es dann Ende des Monats ein, wenn ich weiter im Homeoffice bleibe. Zwischendurch hatte ich dann noch eine Woche Urlaub. Also heute bin ich sehr redebedürftig. Nur ganz kurz, ich glaube, man kann erkennen, dass das gut funktioniert hat und es gut abdeckt. Und das habe ich eben über das ganze Gesicht so gemacht. Immer etwas heller und dann eine Spur dunkler. Einfach, um das miteinander anzupassen. Ja, und dann hatte ich zwischendurch noch eine Woche Urlaub. Auch da nicht wesentlich mehr Make-up getragen. Ja, ich habe ein, zwei Videos für euch gedreht. Ich habe viel Zeit am Pool verbracht bei meinen Eltern. Und da bin ich auch immer ungeschminkt. Somit, ja, wenn ich das, diese Kombi dann genutzt habe, Moment, dann muss ich wirklich sagen, dann ist das so wie jetzt, ihr könnt es sehen, glaube ich, sehr zeitintensiv. Also so ratzfatz, ich trage das auf und das sitzt und das passt. Ja, von der Farbe her top, aber vom Auftrag her war das halt dann schon sehr mühselig, denn ihr könnt sehen, ich mische und matche und tu und mach und es ist nicht mit einem Step erledigt. Oft hatte ich dann nicht diese 5-6 Minuten, um mir das schön einzuarbeiten. Dann war es super heiß, dann ist mir das gleich wieder zu viel gewesen an Produkt. Und das hat mich das Monat schon ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Was mich zu dem Entschluss gebracht hat, dass es auf jeden Fall nicht an der dunklen liegt, weil die finde ich echt nicht schlecht. Die hat auch einen gewissen Abdeckeffekt bei mir erzielt, geht halt alleine sehr, sehr schwer. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn ich noch mehr Farbe bekomme, für mich gut funktioniert. Aber ja, die helle alleine funktioniert für mich einfach nicht, was ich super schade finde und es ja für mich somit, ich würde nicht sagen ein Flop-Produkt, ich brauche einfach ein bisschen mehr Abdeckung. Denn wenn ich mich schminke, dann möchte ich schon, dass die Haut ebenmäßig aussieht. Also ich glaube, ihr könnt hier jetzt gut erkennen, dass das Ergebnis für mich vollkommen okay war. Ist aber leider auch nur so entstanden, weil das Produkt, dieses Produkt hier gerettet hat. Ich schraube sie nur gerade zu. Also ohne dem hier hätte das nicht funktioniert. Ich finde, dass das Farbergebnis zu meinem Körper jetzt gut angeglichen ist. Ich bin am Hals immer etwas heller, weil auch da creme ich mich brav ein. Aber auf den Schultern bin ich schon etwas dunkler und die Kombi hat mir gut gefallen. Jedoch, wie gesagt, das alleine klappt nicht. Und deswegen werde ich mich jetzt von dem hier trennen und es nicht weiter benutzen. Werde es mal in der Familie weitergeben. Vielleicht hat da jemand Lust drauf, es zu testen. Oder ich packe es vielleicht in ein Trashy. Das möchte ich noch weiter probieren, denn ich habe noch ein paar Tinted Creams, die ich auch testen möchte. Ja, vielleicht habe ich da in den nächsten ein, zwei Monaten auch wieder Chance dazu und mal schauen, ob die dann funktionieren, aber die Essence Hydro Hero ist mir persönlich zu wenig. Ich möchte einfach, dass ein bisschen was abgedeckt ist und deswegen wird mich die nach diesem Video leider verlassen. Ja, ich habe sie 4-5 Mal benutzt, nicht allzu viel. Man sieht es vielleicht vom Schatten her, also ich kann es erkennen, sie ist bis hier noch voll, also das ist noch alles voll, weil ich sie ja sowieso mischen musste. Ja, leider ist es so, aber ein Produkt hat dem Ganzen Hilfe abgeleistet, war auch mal aus einem Trashy, finde ich aber für mich persönlich besser geeignet. Gesättet habe ich das Ganze trotzdem und da bin ich richtig stolz auf mich, ich habe ein Puder leer bekommen und zwar das Essence All About Matte Puder. Ist echt leer gegangen. Ich habe nur mal wirklich einen ganz, ganz Mini-Rest. Versuche es gerade zu öffnen. Richtig cool, richtig stolz.
Ich mag das Puder gerne, vor allem wenn man etwas dunkler ist, dann hält das das Ganze wieder ein bisschen auf. Ich habe das den Monat versucht leer zu bekommen, es ist mir dann in der letzten Woche sogar gebrochen, es waren nur mehr Bröseln und ich war super happy, dass diese letzten Teilchen, ja die habe ich jetzt in den Müll gegeben, das waren wirklich nur so ein, zwei Bröckelchen. Und ja, in der letzten Woche habe ich dann tatsächlich nur mehr dieses hier in der Schminkbox gehabt und ich öffne ja nur etwas zusätzlich im Monat, wenn ich nicht etwas weiteres habe und konnte mich an dem herantesten. Und zwar das Glow Wish bei Huda Beauty habe ich mir vor ein paar Monaten gegönnt und ist ein Puder, was das ganze Gesicht nicht mattieren soll, sondern Glow geben soll. Und das kann ich echt bestätigen. Ab und zu, wenn es mir mit dem All About Matte zu matt war, habe ich das noch drüber getragen. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, vom Glow, so wie ich ihn jetzt habe, verschwindet nicht viel. Mir geht es lediglich darum, das Ganze ein bisschen abzumattieren. Und das wird nicht wirklich stark passieren, weil dieses Puder einfach einen aufhellenden Effekt hat. Und ich mag es aber richtig gerne. Ich würde es natürlich, heute muss ich es so präsentieren, weil ich es auch wirklich so die letzte Woche genutzt habe. Aber ich würde es euch empfehlen, ihr mattiert es ganz normal mit einem zum Beispiel All About Matte von Essence ab, dass ihr es ein bisschen matter kriegt. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu matt, dann greift ihr noch auf dieses Puder zurück. Denn das macht meiner Meinung nach so einen schönen Glow. Und ihr seht, es ist immer noch super glowig. Und ihr wisst, ich nehme wenig Puder, trockene Haut. Ich mag das, wenn meine Haut frisch aussieht, glänzend aussieht. Das ist für mich ein Puder, was das Ganze wieder zurückholt und verspricht nicht nur Glow, sondern gibt auch Glow. Und ich glaube, man sieht, dass ich noch mehr glänze als vorher, beziehungsweise es ist ein anderer Glanz. Mir gefällt es unheimlich gut, habe da echt Freude damit. War für mich in der letzten Woche, gebe ich zu, schwierig, denn da hatte ich kein normales Puder, nur mehr das glänzende. Ja, aber für die ein, zwei Mal, die ich mich geschminkt habe, hat es vollkommen gereicht. Ist ein tolles Puder, kann ich euch empfehlen. Ich habe es in der Farbe 01 Fair, falls es wen interessiert. Ein bisschen hochpreisiger, weil es ja von Huda Beauty ist, aber ein Top-Produkt. Schon sind wir bei den Augenbrauen angekommen. Da habe ich was genommen, da wollte ich nicht großartig spielen, Farbe sowieso nicht machbar. Und habe auf zwei alte Schätzchen zurückgegriffen. Einmal auf einen Augenbrauenstift von meinem Shopping Queen Adventkalender, der schon richtig klein wird. Ja, den habe ich doch 3-4 Mal in dem Monat angespitzt. Der ist halt super cremig und den musst du halt nach jedem, sage ich mal, dritten, vierten Mal benutzen, anspitzen, weil er einfach keine große Spitze dann mehr hat. Aber ich mag den Auftrag, es geht super schnell, hat eine richtig schöne Farbe. Und hat mir persönlich wirklich gereicht und war auch ruckzuck fertig. Ja, und gesettet habe ich das Ganze dann mit dem altbekannten Benefit Brow Setter. Den kennt ihr von mir. Ich kann es immer nur wiederholen, jedes Monat, jedes Video. Benefit macht für mich einer der besten Augenbrauenprodukte. Ich komme damit richtig gut klar. Das kann ich schön fixieren. Da brauche ich nicht viel Arbeit. Ich mag die Produkte von Benefit, was Augenbrauen angeht, einfach richtig gern. Das geht flott. Und da bin ich einfach geübt, macht Spaß. Kombi war top, aber die habe ich euch schon öfters gezeigt. Nun wagen wir uns an das Augen-Make-up, wo ich euch dann auch zwischendurch ein bisschen mehr erzähle. Ihr wolltet was Kräftiges, was Sommerliches und ich glaube, ich habe das Monat den ein oder anderen Look gezeigt, wie ich das umsetze, wie es für mich sommerlich ist, und da habe ich meistens nur eine Palette benutzt aus meiner Schminkbox und das war die Essence Welcome to Miami. Ich weiß, dass manche nicht hundertprozentig zufrieden mit der Qualität sind, aber mich hat sie überzeugt. Ich war richtig happy, die lila Töne habe ich gerne genutzt, nutzen wir auch heute. Passend dazu habe ich ein Oberteil gewählt, was ihr auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen habt. Werde einen lila-bläulichen Look zaubern, für mich Sommerfarben, ja, hat richtig Spaß gemacht und das werde ich jetzt einfach nebenbei zaubern, wir werden uns unterhalten, ja, was so in den nächsten Wochen, Monaten passiert
und ich lege dann einfach mal los. Ich starte und nehme mir einen fluffigen Blenderpinsel, wundert euch nicht. Das war so der Blenderpinsel immer, wenn ich dieses Lila genutzt habe. Und gehe mal in dieses helle Lila passend zu meinem Oberteil, klopfe gut ab und setze mir das mal grobflächig in die Lidfalte. Ich habe da jetzt nicht irgendwie eine spezielle Technik angewandt, sondern da war einfach das Farbenspiel das, was den Look für mich spannend gemacht hat. Das heißt, ich habe mir einfach das ganze Lid mit diesem Lila, ja, geschmückt, verblendet. Ich finde, dass der Auftrag am Anfang etwas schwierig ist. Das braucht ein bisschen Übung, um mit der Palette klarzukommen, aber das hat gut funktioniert. Und während ich mir das Ganze hier aufbaue, was ein bisschen mehr Zeit kostet, sprechen wir mal über die Pflegebox vom Juli, die wird es dieses Monat nicht geben, denn tatsächlich habe ich an Pflege oder irgendwie Parfüms schon Sachen benutzt, aber es lohnt sich einfach für ein Video nicht. Werde entweder einen Teil davon dann in der nächsten Pflegebox mit aufnehmen, aber es lohnt sich für mich kein Video zu machen, ja, wo es nur vielleicht um 2-3 Produkte geht. Und dann sprechen wir auch schon über die Schminkbox des nächsten Monats. Und da habe ich mir überlegt, es wird ein Trashy Mix. Mix im Sinne von Geschenken, die ich bekommen habe, Trashy Paketen. Ich habe so viele Produkte in den letzten 1,5 Monaten bekommen, ob das jetzt von meiner lieben Abonnentin von der Birgit ist oder aus Trashy-Paketen mit der lieben Nicole, mit der lieben Pamela, aus dem Zebra-Trashy, das auch dann hoffentlich bald wieder zu mir kommt. Auch da habe ich mir ein paar Produkte gefunden, die ich gerne testen möchte. Und aus denen werde ich meine, ja, August-Schminkbox zusammenstellen, denn ich habe einen ganzen Karton voll, den ich testen möchte. Auch sehr viele neue Produkte, die ich mir zugelegt habe. Ich möchte einfach mehr mich durchtesten im Monat August. Also der Monat August wird wirklich ein Testmonat, wo ich auch viele Testvideos mit euch gerne gemeinsam machen möchte. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Also der August steht ganz für einen Testmonat. Ich hoffe, das ist für euch in eurem Sinne. Habe mir da schon 1-2 Videos überlegt, wie ich das gerne auch integrieren möchte, abgesehen von der monatlichen Schminkbox. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge dazu geben, was ihr sehen wollt, was ihr in den letzten Wochen bei mir gesehen habt. Einfach nur her damit. Da bin ich vollkommen offen, was das betrifft. Jetzt nehme ich mir nochmal so einen fluffigeren und gehe in das Lila daneben. Das ist mir eine Spur dunkler. Aber damit vertiefe ich das Ganze noch. Und ja, das ist so der Plan für den August. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und seid da genauso gespannt wie ich. Lila ist übrigens wirklich eine schwierige Farbe im Aufbau. Es wird super schnell fleckig und das ist mir auch bei der Palette hier aufgefallen. Tut mir leid, dass ich jetzt so geswitcht habe, aber weil ich jetzt gerade diesen etwas dunkleren Ton genommen habe. Habe ich mir gedacht, muss ich das schnell mal einwerfen. Aber mit viel Aufbauarbeit, also so wie wir jetzt da quatschen, habe ich das dann auch gemacht, wenn ich mich für mich alleine geschminkt habe. Und wenn ihr das gut aufbaut und da dran bleibt und Verblendungsarbeit leistet, dann wird es, finde ich, nicht allzu fleckig. Aber es wird super kräftig, so wie ihr euch das gewünscht habt. Und Lila war so die Farbe, die mir sehr zugesagt hat, sage ich ehrlich. Und vorne etwas heller da eben und dann in der Tiefe doch sehr dunkel. Ja, das ist der Plan für August. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und dann würde ich mir von euch natürlich wieder wünschen, so wie ich das so oft mache, Vorschläge für September, Oktober. Sagt mir, was ich in meiner Schminkbox testen soll.
Ihr könnt da eurer Fantasie freien Lauf lassen, einfach damit ab in die Kommentare. Würde mich das sehr freuen, wenn ihr da einfach, ja, Ideen da lasst, was euch gefällt, was ihr sehen wollt, was ich testen soll, in welche Richtung. Ja, ich bin da super flexibel, es muss auch nicht immer farbenbezogen sein, es kann auch markenbezogen. Lasst euch da etwas Cooles für mich einfallen. Wenn nicht, tue ich das natürlich selber, aber wenn es von euch kommt, finde ich das immer noch schöner. Hab dann noch so einen Blenderpinsel, das seht ihr, der ist auch schon ein bisschen lila und mit dem verblende ich jetzt nach oben hin ein bisschen, nicht zu kräftig. Einfach nur, um das ein bisschen softer wieder hinzubekommen. Ich weiß, dass Lila teilweise eine schwierige Farbe ist. Und ich habe mir auch Anfang des Monats sehr schwer getan, mit dem mal klarzukommen. Aber ich habe sie doch, also diese lila Töne jetzt in diesem Monat doch 4, 5 Mal genutzt und gelernt, damit umzugehen. Ob das jetzt was für den Alltag ist, bezweifle ich. Wobei, wann wir das nicht im Sommer nutzen, wann dann? Also gerade im Sommer sind so kräftige Farben auf jeden Fall der Hit, passend mit einem helleren Oberteil. Den Schmuck übrigens habe ich dann meistens dezent gehalten. Ja, weil wenn das Augen-Make-up schon so krach bum bäng ist, dann muss man irgendwo reduzieren. Und das habe ich bei Schmuck gemacht, bei den Lippen gemacht. Die Kleidung nur farblich angepasst, aber auch nicht immer zu kräftig. Ja, und die Haare im Dutt habe ich sehr oft so, Entschuldigung, dass ich jetzt so laut werde, habe ich sehr oft so getragen, denn es war super heiß und ich hätte es anders nicht ausgehalten, ist vielleicht nicht super schick, aber ja, um schick geht es nicht. Ich möchte da Transparenz zeigen. Man ist nicht immer top gestylt, so wie man es in Zeitschriften sieht und Beach Waves und die dann ans Gesicht klatschen. Meiner Meinung nach alles fake. Ja, manche können das tragen, die vielleicht nicht schwitzen, die ja da überhaupt keine Probleme haben. Ich kann es nicht, sage ich ehrlich. Und deswegen auch immer dieser unschicke Dutt, den man angeblich ja auch, soll ein Trend sein, diesen Sommer ganz sleek trägt, also indem man die Haare hier ganz straff nach hinten gibt, kann ich auch nicht tragen, weil da kriege ich einfach Kopfschmerzen. So ist es. Jetzt kümmern wir uns noch um den unteren Wimpernkranz und der wird ja blau. Wie gesagt, der wird blau und dafür gehe ich mit so einem schmalen Pinsel in diesen Ton hier oben, in dieses Türkis. Ich habe mich da wirklich immer ganz verschieden ausgetestet und das setze ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz. Sehr gut geeignet wäre ja auch gewesen die BH-Palette, wo ihr im Ranking gesagt habt, die soll ich doch bitte testen. Die hätte das Monat auch gut funktioniert, aber ich muss euch sagen, diese Palette hat mir auch sehr gut gefallen und hat mir ein kräftiges Augen-Make-up ganz spielend ermöglicht, mit ein bisschen Übung. Und ich habe das richtig hübsch gefunden und werde das im August sicher beibehalten, das mir richtig gut gefällt. Dieses oben eine andere Farbe als unten hat mir Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ganz easy. Also ich finde, dass der Aufwand echt nicht schlimm ist. Die Palette hat mich echt überzeugt. Das sind wundervolle Farben. Ich habe vielleicht 2 oder 3 Töne nicht genutzt, wo ich einfach keine, ja, Inspiration hatte, das Oberteil nicht dazu gepasst hat. Ich habe immer versucht, zu dem Oberteil, was ich getragen habe, entweder konnte ich frei wählen, weil es weiß, schwarz, grau, wie auch immer war, oder ich war in lila, in gelb. Ja, und dann habe ich einfach versucht, ein paar Kombinationen zu machen. Das Einzige, was dabei schief ging, ist, dass mir meine Pinsel ausgegangen sind, weil ich super faul war und nicht Pinsel gewaschen habe. Also das blüht mir auf jeden Fall heute, morgen, in den nächsten Tagen. Die Palette fand ich toll. Ich würde sie jedem empfehlen, auch wenn es manche gibt, die sagen, nein, passt für sie nicht, ist unnötig, wie auch immer. Ich feiere sie. Kleines Geld, Top-Qualität, ich glaube, ihr könnt es sehen. Wimpern fehlen natürlich noch, da kommen wir nachher dazu. Ich habe sie echt gerne gehabt und freue mich, sie in meiner Sammlung zu haben. Ja, um das Ganze aber ein bisschen abzurunden, es ist schön, dass die Augen so kräftig sind, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Farbe wieder im Gesicht. Da kommen wir zu Bronzer. Da habe ich 2 Kandidaten. Eines, was mich leider verlassen wird.
ist eines aus einem Trashy und zwar von Rimmel London, der Sun Shimmer Maxi Bronzer. Ein wirklich schöner Bronzer, aber mir viel zu dunkel. Ihr seht es, diese Bräune werde ich nie erreichen. Wenn ich es dann versucht habe aufzubauen, war er fleckig. Ich glaube, es ist mir einmal gelungen, ihn schön aufzutragen und das ist ein Produkt, was dann nicht funktioniert für mich, wenn ich mich ewig ärgern muss und ich habe es doch 5-6 Mal probiert. Der wird leider weiter wandern, werde gerne in der Familie nachfragen, Trashy, wie auch immer, bei mir bleiben darf er nicht. Ich habe dann nur mal die zweite Wahl gehabt und das war der Hoola Glow. Habe ich erwähnt in meinem Bronzer Declutter Video, dass ich den ja gerade in der Schminkbox habe, den habe ich gerne benutzt und in Kombination mit meinem neuen Lieblingsbronzerpinsel, das ist dieser hier von Revolution, habe ich mir tatsächlich ein zweites Mal geholt, weil er mir ja runtergefallen ist und so klackert. Habe ich mir aber trotzdem aufgehoben und noch nicht weggeschmissen. Den habe ich jetzt zweimal und habe ich wieder benutzt, finde ich, für stärker pigmentierte Bronzer richtig gut, denn ich habe eine schmale Kontur, die ich dann super aufbauen kann. Ich glaube, ihr seht es, da ist es dann nicht so ein breiter Balken, wenn ich es verblende. Die Farbe finde ich top, passt bei mir richtig gut und ja, habe ich dann einfach so aufgebaut. Der funktioniert für mich gut. Ich mag von Benefit die Bronzer richtig gerne. Und ja, habe euch da in dem Declutter-Video auch schon erzählt, man braucht nicht beide. Also wenn man sich für einen Hoola-Bronzer entscheidet. Ich wollte beide haben, weil ich den normalen Hoola schon gerne mag und ich schon einen dezenten Unterschied merke. Aber wenn jetzt einer sagt, ich weiß nicht welchen, kauft euch den klassischen, kann ich euch nur als Tipp geben. Der reicht allemal, denn man muss halt schon Glowy-Produkte mögen und ein bisschen Glow gibt er ja, wie ich es erwähnt habe. Ich mag ihn super gerne. Er lässt sich leicht aufbauen. Da habe ich keine Probleme damit. Er macht mich aber auch nicht zu dunkel. Gehe dann mit den Resten noch hier runter. Ich hoffe, ihr könnt den Glow im Gesicht sehen. Ich finde das mega. Hätte ich nicht dieses Monat einen Highlighter auch gerne genutzt, weil ich ja auch manchmal dieses ganz normale All About Matte genutzt hätte, würde ich es beinahe so lassen, weil der Glow von diesem Puder echt schon für sich alleine spricht. Ein bisschen was für die Wangen wollte ich eigentlich auch immer machen, nur das konnte ich dieses Monat nur dezent. Erstens, weil das Augen-Make-up kräftig war und ich selten das Gefühl habe, dass da ein Blush sich nicht beißt. Habe mich aber trotzdem, wenn ich mal auf dezentere Looks zurückgegriffen habe, denn ich sage es euch ehrlich, so bin ich nicht zum Beispiel zu meinem Hausarzt gegangen, wenn ich von zu Hause aus weggefahren bin. Ja, würde ich sagen, ein bisschen drüber. Aber dann gab es halt dezente Looks mit einem braunen Lidschatten oder mal nur Wimperntusche oder ungeschminkt. Und wenn ich dezent geschminkt war, habe ich mich sehr wohl am Blush herangetraut. Einmal habe ich versucht, ein Cremeprodukt zu nutzen, und zwar das Dalton Paris Blush. Ja, es ist bei mir einfach leider super fleckig geworden, was ich richtig schade finde und deswegen wird es mich verlassen. Von der Farbe her sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich werde es mir halt einfach mal aufgeben. Jetzt hat es komplett gespritzt. Super. Ich säuber das mal schnell. Ich habe da gerade versucht, alles sauber zu machen. Das spritzt da raus. Ich weiß auch nicht, ob ich es weiterziehen lassen kann. So kommt das Produkt. Und wenn man es dann ja, versucht auszublenden, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr viel. Ich versuche es ein bisschen auszublenden. Es ist leider eine Farbe auch am Finger, wenn man hier es so versucht auszublenden. Es wird so fleckig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach, ja, leider nicht ein Produkt, was für mich gut geeignet war, gerade als Anfänger. Ich bin jetzt nicht der Pro, was Cremeprodukte betrifft. Ich versuche gerade ein Fetzer mir rauszuwuseln. Tut mir leid, wenn das ein bisschen unprofessionell heute ist, aber so ist es hier nun mal. Ja,
Ich bin sogar bereit, es in den Müll zu geben. Ich möchte es niemandem antun, es zu testen. Ich sage es ehrlich, wie es ist. Ich glaube, dass da niemand Freude dran hat. Deswegen werde ich es auch einfach in den Müll wandern lassen. Super schade, aber ja, so Produkte sind halt nicht immer geeignet und machen nicht immer Freude, muss ich ehrlich sagen. So, ich hoffe, ich habe jetzt meine ganzen Batzer hier ausgelotet. Ja, bringt nur Probleme, wie man sieht. Und ja, wird weiter wandern in den Müll voraussichtlich. Macht einfach keinen Spaß. Aber was auch leider keinen Spaß macht, was richtig schade ist, finde ich, ist ein neuer Benefit Blush. Kinder, ich sag's euch, ich habe in der Schminkbox mir die Chris Day Variante rausgenommen. Es ging hier um Power, um Farbe und man dachte, ja, das ist eine Knallerfarbe, die wir testen. Ich hatte echt meine Probleme. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mein Benefit-Produkt nicht für gut heiße. Ja, bei Mascaren bin ich nicht immer zufrieden. Aber bei Blushes war ich immer zufrieden und da habe ich mir echt schwer getan. Und das ist einer der neuen Kollektionen. Ich habe ihn 7-8 Mal probiert. Die ersten 3 Male waren für mich Katastrophe. Viel zu stark, nicht verblendbar, war wirklich schwierig. Also aufpassen, wenn ihr euch die bestellen wollt. Ich fand sie aber richtig cool. Habe sie euch hier in meinem Douglas Haul gezeigt und war hellauf begeistert, dass ich einen gleich mitteste und... Ja, ich muss mich echt dran wagen. Ich möchte ihn heute nicht auftragen, weil er, wie ihr seht, farblich alles sprengen würde. Ich wollte euch einfach nur mal warnen, dass man da echt vorsichtig sein muss und ja, ein bisschen mehr Übung braucht, als ich gewohnt bin von Benefit. Was ich jedoch, und das switche ich gleich rüber zu Highlighter, richtig gut fand, ich habe Highlighter fast immer genutzt mit Bronzer in Kombi, weil ich finde, dass das Augen-Make-up ja, das voll hergab, ein bisschen Highlighter zu benutzen. Heute glänze ich super toll und bräuchte nicht mehr. Ich habe gerne gegriffen zu der Essence der Highlighter. War aus einem Trashy von, also Tosh Trashy. Den habe ich von der lieben Lola vom Kanal Miss Pink Panther. Und den habe ich super gerne genutzt. Der war original. Das war so ein Produkt, was sie für mich ausgesucht hat. Und in den bin ich immer hineingegangen und ihr werdet gleich sehen, wie stark dieser Glow ist. Und das hat mir richtig gut gefallen. Da bin ich nur einmal hineingegangen und habe mir das ja sehr großflächig aufgetragen. Und ich glaube, man kann den Glow natürlich noch mehr sehen, obwohl ich eh schon sehr glänze, aber ich mochte das. Ich mochte einfach das glowige. Gerade im Sommer, finde ich, kann man da nie genug haben. Vielleicht sagen jetzt die einen oder anderen, du übertreibst es maßlos. Mir egal. Denn ich fand das richtig toll. Ich hoffe, ihr könnt es, ja, also hier und hier und auch auf der Nase. Also, wenn ich auch etwas matter war, war das der perfekte Highlighter. Auch wirklich gar nicht so teuer. Ich glaube, den gibt es auch ganz normal in der Essence-Theke. Ich habe ihn in der Farbe 01 und habe hinten das Klebeschen abgerissen. Also 01 ist die Farbe, die ich benutzt habe. Richtig, richtig top. Ja, bitte, wir kommen zum Fixing Spray. Beim Fixing Spray bin ich auch super stolz auf mich. Ich hoffe, das Video wird nicht ewig lange, aber ich habe euch so viel zu berichten. Ja, Fixing Spray. Leer bekommen habe ich Urban Decay All Nighter, war ein toller Begleiter in dem Monat, super heiß, hat top seinen Job gemacht. Ich habe das Ganze jetzt noch in einer Mini-Variante in der Glow Edition, sag aber ehrlich, ich würde mit denen definitiv nachkaufen. Ich finde, dass der einen tollen Job macht. Da war ich anfangs, wie ich den gekauft habe, das ist schon sehr, sehr lange her, konnte ich den Hype nicht verstehen. Wir mussten uns erst anfreunden und eingrooven und jetzt, ja, werde ich ihn sicher vermissen. Der Pumper hat bis zum Schluss funktioniert. Ich hatte das Gefühl, das Make-up verschmilzt richtig schön. Ganz zum Schluss, also so das letzte Mal, wo ich es benutzt habe, war es dann einfach schon sehr fleckig. Aber das liegt daran, dass es, ich glaube, ihr könnt es hören, da ist vielleicht für einen Spritzer noch was drinnen. Da würde jeder Pumper dann aufgeben, weil es natürlich nur mehr so komisch rauskommt. Aber sonst war das
tipptopp, ist sein Geld meiner Meinung nach sehr wohl wert. Also ich habe jetzt noch eine Mini-Variante in der Glow Edition, All Nighter Glow. Aber sollte ich das mal im Sale irgendwo sehen oder bei Douglas mal bestellen und ich sehe, dass es in Aktion ist, werde ich es mir definitiv nachkaufen, egal ob groß oder klein, wie ich es halt dann bekomme. Ich zeige es euch zusätzlich deswegen, weil es super ist, denn ich kann es aufschrauben und den Pumper nutzen, was ich ja gerne machen möchte, wenn der Pumper gut ist und man es aufschrauben kann, klappt ja nicht bei jedem. Und werde mir da jetzt aktuell von Essence das Catching Clouds hineinfüllen. Habe ich auch von der lieben Lola bekommen. Ich mag den Duft und den Spray an sich, aber der Pumper von Essence, erwähne ich euch immer wieder, greift da lieber zu Catrice. Essence kann es leider nicht. Ich möchte da nicht schlecht reden, aber ich habe noch keines von Essence bis jetzt in Anwendung gehabt, mit dem Pumper ich zufrieden war. Ich werde das jetzt hier umfüllen, damit ich das Produkt nutzen kann, weil an sich vom Geruch her, vom Auftrag her mag ich es, aber der Sprühnebel macht einfach zu viel kaputt. Wird umgefüllt und dann habe ich sehr oft dazu gegriffen, weil ich es leer bekommen will und es will aber nicht leer, von Catrice, wie gesagt, Pumper top, schon gut benutzt, also man sieht, es ist echt nicht mehr viel drinnen und um Shimmery zu bekommen, habe ich das Dewy Glow Fixing Spray genutzt. Glaube nicht, dass es es noch gibt. Habe schon echt lange in meiner Schminksammlung. Möchte aber trotzdem, dass es leer wird. Ich habe so viele noch, die ich testen möchte. Deswegen auch zu solchen wieder gegriffen. Ja, gebe ich mir mal auf. Der Pumper ist genial. Immer noch, nach wie vor. Liebe ich, man braucht nicht viel, weil es eben glowy ist. Nehme dann meinen Pinsel, warte ein, zwei Sekunden, bis das Ganze sich ein bisschen auf die Haut anlegt. Aber ihr seht, da gibt es keine Flecken oder irgendwie. Das kann Catrice. Catrice hatte ich noch kein Fixing Mist, das nicht funktioniert hat, ist von der Preiskategorie ein Achtel von dem, was zum Beispiel Urban Decay kostet. Ich würde sagen, vom Halt her auch gut, für kleines Geld kann man da echt nicht meckern. Und die mag ich und da kaufe ich auch immer gerne LEs oder irgendetwas. Aber bei Essence überlege ich echt zweimal. Da ist manchmal echt nur die Verpackung das, was mich anspricht, wo ich dann dazu greife, was ja dann eigentlich Schwachsinn ist. Denn wenn ich es so mache wie bei dem hier jetzt, dass ich es dann umfülle, habe ich von der Verpackung natürlich auch nichts mehr. Egal, sitzt perfekt, bin zufrieden. Wir haben nur mehr die Wimpern und da habe ich auch was Neues für euch. Bei Wimperndusche habe ich mich relativ viel ausgetestet und ja, ich hoffe, ihr seid immer noch dran. Für alle, die noch da sind, würde ich mich über ein lila Herzchen freuen. Dann weiß ich, ja, ihr seid noch immer am Start. Was mich riesig freuen würde, wenn ihr ja, mir dieses Zeichen gibt, ein lila Herz, dann weiß ich, ihr seid noch dran. Wimperndusche. Ich habe sehr gerne drei Wimpernduschen in Verwendung gehabt, aber nicht alle haben mir gefallen. Ausscheiden wird bei mir und kommt in den Müll, weil ich mich jetzt schon monatelang damit beschäftige und nicht zufrieden bin, von Too Faced eine Mini-Mascara, und zwar die Damn Girl Mascara. Ja, gefühlt 20, 30 Mal probiert. Es ist mir einfach ein zu fetter Kopf. Und dass ich das mal sage, und ich habe da eigentlich keine Probleme, aber das ist so ein dickes Teil. Da komme sogar ich mit meinen langen Wimpern und meinen großen Augen, habe ich da immer wieder Probleme. Also die ist leider für mich durchgefallen, kommt in den Müll. Weitergeben möchte ich Mascaren nicht, wenn sie benutzt sind. Funktioniert einfach nicht, kann ich nicht empfehlen. Und dann habe ich noch zwei, die ich gerne gehabt habe und ja, immer wieder aufgespart habe und jetzt beide leer wurden. Das heißt, dieses Monat geht keine Mascara zurück in meine Schminksammlung, weil jeder seinen Platz gefunden hat. Einmal die Look bei Bieber Dress Your Lash Mascara, eine tolle Mascara, lange gehabt. Immer aufgehoben, weil ich ja von Bieber kaum Mascaren habe, fand ich richtig toll. Und eine von Rival de Loop, die Star Sky Mascara, habe ich mal in einer Tauschaktion gehabt, mochte ich beide sehr gerne.
habe die versucht mit der Too Faced das ganze Monat zu verwenden. Dabei habe ich die beiden leer gemacht. Die würde ich mir definitiv wieder nachkaufen und die war einfach aus Nostalgiegründen bis zum Schluss dabei, weil ja, ich ja an Rival de Loop, Rival Loves Me nicht rankomme, sie ganz okay fand. Die wäre echt zum Nachkaufen eine Empfehlung. Da mag ich das Büßchen einfach richtig gerne, ein ganz klassisches. Ja, aber der Schwung ist einfach da gegeben, was mir bei der hier von Rival de Loop ein bisschen gefehlt hat. Das hat halt auch nur so ein ovales Bürstchen, war nicht so ganz meins, aber wie gesagt, Nostalgie. Die werde ich jetzt den Rest noch rausquetschen, die ist leer und kommt in den Müll. Hat mir aber Freude bereitet, habe ich trotzdem gerne genutzt. Und vorher zeige ich euch meine neue Errungenschaft. Im DM-Haul habt ihr schon gesehen, meine Wimpernzange, die ich seit ich dieses Video abgedreht habe, immer genutzt habe und zufrieden bin. Ich kann echt nicht meckern. Ich werde euch meine Wimpern mal kurz so zeigen, beziehungsweise nein, wir machen es anders. Ich hole euch gleich näher ran. Gleich näher rangeholt, damit ihr das einfach mitverfolgen könnt. So ist der Zustand meiner Wimpern jetzt. Und wir testen jetzt gemeinsam die Wimpernzange. Und so ist das Ergebnis jetzt. Ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Sie ist für ihren Preis vollkommen okay. Sie gibt nicht mega Schwung, aber ich muss sagen, für den Preis, und ich glaube, der liegt irgendwo bei 2 Euro, darf man sich nicht Gravum-Wimpern erwarten. Mir hat das aber immer vollkommen gereicht. Und jetzt tusche ich sie mir schnell und dann werdet ihr sehen, dass trotzdem noch ein bisschen mehr Power dabei ist. Ich finde schon, dass sie ein bisschen mehr, also wenn ich so schaue, glaube ich, könnte es super erkennen, wie hoch die Wimpern gehen, was mir persönlich gut gefällt. Also da finde ich, macht sie einen ausreichenden Job um den Preis. Und man darf auch nicht vergessen, dass es ja keine Mascara ist, die ich jetzt erst vor einer Woche geöffnet habe, sondern eine, die leer wird. Somit ist sie wesentlich trockener als ja, neue Mascara. Darf man halt einfach auch nicht vergessen. Ich mache die zweite Schicht und dann kommen wir zum Endergebnis. Zweite Schicht sitzt und ja, das ist das fertige Ergebnis. Ich glaube schon, dass die Wimpernzange für mich ein anderes Ergebnis gibt. Wie gesagt, erwartet nicht so einen Schwung. Um 2 Euro und ein paar zerquetschte darf man sich nicht das Mörderergebnis erwarten. Aber ich bin ja doch gesegnet mit langen und vielen Wimpern, was bei den Haaren ja leider nicht so ist. Aber ja, was sagt ihr zum fertigen Ergebnis? Ich würde gerne wissen, ob ihr euch das so, die alle dafür gestimmt haben und sowas Sommerliches haben wollte. Ich schiebe euch da ein bisschen zurück, ob ja, das eurer Vorstellung entspricht, wie ihr das haben wolltet. Lippen habe ich ausgelassen, immer nur Labello getragen, weil die Augen in 80% der Fälle kräftig geschminkt waren. Lasst mir euer Feedback da. Schreibt mir gerne erstens, welches Thema September, Oktober für euch interessant wäre. Das wäre absolut wichtig. Vergesst das lila Herz nicht, wenn ihr noch dran seid. Auch das zeigt mir, ja, war es zu lang, habe ich es wieder übertrieben. Und gefällt euch das August-Thema, wo wir ja, das Monat rein dem Testen opfern, sage ich jetzt mal. Lasst mich das gerne alles wissen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Like und Abo nicht vergessen, es ist kostenlos. Wir steuern auf die 400 zu, was wieder ein Gewinnspiel ja, mit sich bringt, sage ich jetzt mal. Ich würde mich über euer Abo freuen. Unterstützt mich und ja, zeigt mir, ihr habt Spaß hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wiederhole mich. Ich sage Tschüss. Baba.